Kürzlich war ich zu einer Gebetskonferenz eingeladen, zu der ganz viele Menschen zusammengekommen waren, um ihre Anliegen gemeinsam vor Gott auszubreiten. In einer kleinen Pause zog ich mich zurück und betrachtete mir die vielen Menschen da und mir fielen die Leute ein, die uns über unsere Webseite Gotteshaus ihre Gebetsanliegen mitgeteilt hatten. Da sind Menschen dabei, die wirklich in Krankheiten und in Schmerzen sind, die Beziehungskonflikte erleben, die mit den Kindern Sorgen haben, wo die Kinder krank sind, wo finanzielle Bedrängnis da ist, Jobs, die gekündigt wurden, Jobsuche, weil irgendetwas schiefgegangen ist oder gekündigt wurde. Viele, viele Menschen, die in ganz unterschiedlichen Bereichen erleben, wie der Feind sie bedrängt. Als mir das alles durch den Kopf ging, fragte ich den Herrn: Herr, was hast du für diese Menschen? Was willst du ihnen mitteilen? Was willst du ihnen sagen? Und der Herr gab mir tatsächlich ein Wort mit auf den Weg, was ich dir heute ganz persönlich mitteilen möchte, was ich dir weitergeben möchte. Der Herr sagte: Sag ihnen, dass ich sie liebe. Sag ihnen, dass ich sie liebe. Ich bin der Gott der Wiederherstellung. Ich will ihnen begegnen, ihnen nahe sein. Sie sollen nach meiner Hand fassen. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Ich wünsche dir, dass dieses Wort tief in dein Herz fällt und dass du es festhältst, dass du es im Herzen bewegst und dass du weißt, Gott hat heute mehr für mich.